Lieben, heute möchte ich mal ein Rezept zusammen mit euch machen von dem Blog kekstaub.de. Den schreibt die liebe Veronique, die ich auf einem Event kennenlernen durfte. Und auf dem Blog findet ihr ganz viele tolle Rezepte rund um den Thermomix. Und ich habe mir jetzt eins rausgesucht, habe es mir auch schon ausgedruckt. Und zwar sind das Schoko-Cantuccini mit Cashewkernen. Das klingt wirklich super lecker. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit passt das Rezept natürlich super. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Los geht's mit den Zutaten. Für die Cantuccini benötigen wir 120 Gramm Butter in Stücken, 3 Eier, 60 Gramm Backkakao, 240 Gramm Zucker, 75 Gramm weiße Schokolade, 1 Teelöffel Natron und eine Prise Salz, 350 Gramm Weizenmehl, 175 Gramm Cashewkerne und 15 Gramm Milch. Wir beginnen mit dem Zerkleinern der weißen Schokolade und dazu habe ich die schon in den Mixtopf reingegeben. Das machen wir für 4 Sekunden auf der Stufe 7. Die zerkleinerte Schokolade benötigen wir erst später wieder, deshalb fülle ich es mir jetzt erstmal in ein Schüsselchen um, damit wir jetzt die Butter, den Zucker und die Eier schaumig schlagen können. Dazu stelle ich eine Minute auf der Stufe 5 ein. Und jetzt können wir auch schon das Mehl, die Milch, den Backkakao, das Natron und Salz dazugeben. Das verrühren wir jetzt auch miteinander für 1,5 Minuten auf Stufe 3 bis 4. Und zum Schluss dürfen die Cashewkerne und die weiße Schokolade nicht fehlen. Die kommen jetzt hier dazu und werden noch reingeknetet. Dazu stelle ich 2 Minuten ein und diesmal die Knetstufe. So sieht der Teig dann nach dem Kneten aus und den können wir jetzt in eine Frischhaltefolie wickeln, damit wir ihn für 45 Minuten in den Kühlschrank legen können, damit er schön durchkühlt und dann bearbeiten wir ihn weiter. Der Teig ist nun gut durchgekühlt. Jetzt teilen wir ihn in 4 gleich große Stücke. Jedes Teigstück nehme ich mir dann einzeln und rolle es etwas. Es sollte so 20 bis 22 cm lang sein und einen Durchmesser von ungefähr 4-5 cm haben. So in etwa. Und das setze ich dann auf ein Backblech. Die 4 Rollen sind nun fertig geformt und können jetzt schon mal im Backofen vorgebacken werden. Den habe ich auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und darin backen wir sie für 25 Minuten. So sehen die Teigrollen jetzt nach 20 Minuten aus. Sie sind noch schön in die Breite gegangen, deshalb legt sie unbedingt etwas mit Abstand auf das Backblech. So lasse ich sie jetzt etwas auskühlen, dass sie nicht mehr ganz so heiß sind und ich sie in Stücke schneiden kann. Jetzt sind die Cantuccini bereit für die letzte Runde im Backofen und darin backen wir sie jetzt für weitere 12 Minuten, aber diesmal nur bei 150 Grad. Die Cantuccini sind nun fertig gebacken und jetzt ist es noch wichtig, sie vollständig auskühlen zu lassen, bevor man sie in eine Frischhaltedose umfüllen kann. Und fertig sind die Schoko-Cantuccini. Ich habe eben schon mal von den Cantuccini probiert und ich sage euch, sie sind super lecker. Ihr solltet sie unbedingt mal ausprobieren. Wenn ihr das Rezept jetzt nochmal nachlesen möchtet, schaut auf der Seite kekstaub.de vorbei. Den Link poste ich euch einfach nochmal unter dem Video in der Infobox. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch mein Video gefallen hat. Und dann freue ich mich auch schon auf das nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.